Liebe Freunde, wir sind, wie ich es versprochen habe, beziehungsweise wie ich es angekündigt habe, endlich fast am Ende von Games ohne Gerstensaft mit Halo Combat Evolved in der Anniversary Edition. Ich weiß nicht, ob es in diesem Teil mir gelingt, spätestens aber im 19. Teil werden wir dieses Spiel jetzt dann abschließen. Wahrscheinlich. Ich habe es schon in den letzten Teilen angekündigt. Und liebe Freunde, ich würde sagen, wir labern gar nicht lange, wie es sonst immer meine Art ist, sondern springen direkt rein in die Action. Falls ihr euch noch nicht mehr daran erinnert, in Teil 17, ich starte mal jetzt ganz kurz die Aufnahme in Teil 17, dann, wartet, 3, 2, 1, jetzt. So, wenn ihr euch daran erinnert, in Teil 17 waren wir genau hier. Einsatzmaßnahmen werden fortgesetzt. Und mussten ein paar Steuerungen aktivieren, deaktivieren und taten uns in diesem Gang hier besonders schwer. So, jetzt haben wir uns hier komischerweise relativ leicht getan. Bitte geben Sie das Konstrukt heraus, an dem ich mir Mühe gebe, um so schnell wie möglich durchzuführen. So. Schritt 1 erledigt. Jetzt müssen wir Zugang zu einem der 4 Fusionsreaktoren. Genau, Freunde. Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu destabilisieren. Hast du das gehört? Ich schlage eine Granate nicht oder Rakete. Akzeptabel, Reclaimer. In Sie müssen das Konstrukt herausgeben. In der Nähe des Eingangs zum Maschinenraum eine Waffenstation. So, jetzt müssen wir hier irgendwo hoch. Ach, schon wieder hoch. Ach, ich dachte... Ach, da müssen wir was reinschmeißen. Wenn da was aufgeht, ihr habt es gerade gehört. Und zwar genau jetzt. Na, der saß doch, liebe Leute. Wie? Nicht? Muss ich da doch hoch? Oh Gott. Das? Riesiger Wächter? Nein. Jetzt muss ich das doch von woanders machen. Muss ich das von hier jetzt werfen? Oh, ich habe nur noch eine Granate. Naja, sollen die sich bekriegen? Ich werfe eine Granate rein. Oh. So! Und wir haben's, liebe Freunde. Wie? Noch 3 Reaktoren? Hardware- und Software-Konfiguration entspricht nicht den Anforderungen. Den kann ich ja nicht kaputt machen. So, wo muss ich jetzt hin? Ach, da oben. Noch mehr, noch mal nach oben. Oh, da war ich da gerade eben. Freunde. Ich möchte am liebsten den Illuminaten gerade mal ein bisschen, malträtieren mit meinem Kolben. Aber gut, wir haben einen Kontrollpunkt, das ist immer gut. Ach, der hat noch ein bisschen Sturmgewehrmunition für mich gehabt. Ja, würde ich. Diese doofen Fragen immer von diesen Bösen, die immer so rational denken, oder zumindest diese Maschinen. Sie würden diese Anlage zerstören? Natürlich würde ich das. Trotzdem gut, dass die mir noch ein bisschen helfen hier. So. Bitte geben Sie das Konstrukt heraus. Nein. Die erforderlichen Reparaturen so schnell wie möglich. Oft denn noch? Nein. Herrje, dass die es auch nicht raffen. Habe ich es noch geschafft? Jawohl. Ihr Verhalten muss dringend instand gesetzt werden. So. Noch die anderen 3 oder was? Ja. Weil ihr böse seid, deshalb widersetze ich mich. So. So,
wo ist jetzt das nächste Ventil? Bitte geben Sie das Konstrukt heraus, in dem ich... Nein, 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 nein! Oh. Puh, Schwein gehabt. Oh. Und da vorne ist doch nochmal ein Medikit. Ja, wunderbar. So, ich muss doch da einfach hoch. Freunde, lass mich doch da einfach mal hoch. Oh, das gibt's doch gar nicht. Instandsetzungssequenz wird durchgeführt. Wie Instandsetzungssequenz wird durchgeführt? Was ist denn das für ein... Oh nee, oder? Der repariert das doch jetzt nicht etwa. Vor allem, wie soll er das machen? Och nein, nicht schon wieder! Och, das ist doch... Ach, das ist doch richtiger Bullshit gerade. Entschuldigt bitte, Freunde, dass ihr das wieder mit ansehen müsst. Aber das ist doch richtiger Bullshit. Ich tue mich hier aber auch schwer. Oh nein, 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 nein. Ich will doch bloß diese komischen Henkel da. Reclaimer, wir müssen weiter. Reclaimer? Oh, das ist doch nicht euer... Das ist nicht euer Ernst hier. Nein! Oh, ich bin... Also, bin ich ein dummer Affenkopf? Entschuldigt bitte. Freunde, dann gehen wir darüber jetzt. Ich weiß, es ist jetzt gerade echt nicht spannend hier, wie ich mich hier anstelle. Oh, ich bin doch aber auch ein dummer Affenkopf. Vor allem dafür, dass es hier eilt, ja, wisst ihr? Stelle ich mich hier ganz schön... Ganz schön schlecht an. So. Sie wären auch nicht, boah, weniger, die Gegner. So, jetzt nochmal hier rüber, die ganze Chose. Das haben wir alles gemacht. So. So, jetzt hier. So. Wir müssen die erfordern. So. Achso, und das jetzt auch noch aktivieren, oder was? Ah, nicht sterben. Na, ich drück doch hier wie so ein Bekloppter. Stören Sie das offene Ventilationssystem mit einer Granate? Ja, welches denn? Wenn ich's wüsste. Gib sie mir das Konstrukt, oder? Den offline schalten. Also, Freunde, Bin ich jetzt gerade zu doof? Ich mach doch hier alles richtig. Ich drück doch hier. Und dann muss ich was in einen offenen Ventilationsschacht. Vor allem, hier sind doch gar keine offenen Ventilationsschächte. Ich bin doch nicht... Freunde! Oder sind, muss ich das dann wieder hier reinwerfen? Gehen die dann wieder auf, aber die... Freunde, bin ich jetzt woanders? Okay, also wirklich, es tut mir gerade wirklich sehr leid, dass ich mich hier so furchtbar anstelle, aber ich muss doch das hier... Pass mal auf, Freunde, ich bin doch nicht doof. Die gehen dann hier auf, die Dinger, die fahren dann hier auf und dann muss ich... Das ist doch nicht euer Ernst! Ich verzweifle hier an so was Simplem wie einem Schalterrätsel. Ich verzweifle hier sowas.
und sowas Simplem. Nein, muss ich gar nicht. Ich muss... Oh nein, 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 nein. So, Freunde. Oh, ich komme hier nicht hoch. Das gibt es nicht. Das gibt es echt nicht. Ich bin echt zu blöd. Echt zu blöd dazu. Ich muss... Es tut mir leid. Also wirklich, ich kann mich immer nur wieder... Entschuldigen. So, nochmal. Ganz für ganz bekloppte Idioten jetzt hier. Hier hoch. So, dann drücke ich ein Knöpfchen. Sie müssen das Konstrukt. So. So, hier habe ich es schon aktiviert. Muss ich einfach nur hier rübergehen? Oder was? Nee, das ist falsch. Ich muss hier rüber. Oh, liebe Freunde, also wird es doch erst was mit Teil 19, wie ich mich hier anstelle, haltet die Klappe. Das ist ja... So. Jetzt geht der hier nämlich auf, dieser Lüftungsschacht. Ich wusste es doch. Und da werfe ich was rein. So. Weiter so. Nur noch ein Reaktor. Oh, nein. Geh mal weg. Ich komme da nicht hoch, Freunde. Ich komme da nicht hoch. Und jetzt werde ich auch noch... Jetzt, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich aber mal... Also. Nein. 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 Oh. Puh. Also das haben wir zumindest schon mal. Ich sag, tummel Illuminat, der nervt aber sowas von. So, also jetzt wissen wir, jetzt weiß ich zumindest, wie ich es zu machen habe. Also das wusste ich schon vorher, aber jetzt scheint es hier erstmal wieder richtig zu klappen. Oh, Freunde. Freunde, das sind Wege, die wir hier gehen, die sind so unnötig. Aber wenigstens kriegen wir wieder einen Kontrollpunkt, das ist gut, da müssen wir nicht wieder beim allerersten Reaktor anfangen. Weil sonst hätte ich mir echt in den Arsch gebissen. In meinen Master Chief Metall Hintern. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Master Chief ein Supersoldat ist, hätte er mich gekonnt. So. So, jetzt hier die letzte Sache. Das gibt es doch nicht. Bitte geben Sie das Konstrukt heraus, in dem ich hier... Geh auf! Geh auf! So. Gut. Der Antriebszustand ist kritisch. Bei der momentanen Zerfallsrate haben wir 15 Minuten Zeit, gut, um zu verlassen. Wir müssen nach draußen und Eva so anfordern. Zugriff auf Plan. Über dem Maschinenraum ist ein Versorgungslift. Er führt zu einem Versorgungsgang der Klasse 7, der an der tragenden Struktur des Schiffs entlang verläuft. So, wo müssen wir hin? Gib mir einen Nachtpunkt. Steigen Sie in der dritten Etage in den Aufzug! Du liebe Gott, Freunde. Unzureichende Sicherheit. Oh nein, da komme ich doch nicht hin. Nein, 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 nein. Und falsche Seite, ich hätte erst die anderen machen sollen. Freunde, das ist... Jetzt explodiert hier alles. Ich mach's aber auch spannend. Aber auch spannend, Freunde. Los. Der rennt aber auch so langsam.
Wir haben bestimmt schon so 3 Minuten auf der Uhr verloren. Das ist purer Stress, purer Stress, purer Stress, purer Stress. Genau da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. Da muss ich hin, da muss ich hin. Freunde, da war ich vorhin schon richtig, aber ich... So. Okay. Yes. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Oh, puh, Schwein gehabt. Okay. Puh. Aufzug, Aufzug. Wo ist der Aufzugsknopf? Oh, die Tür geht aber auch mit einer Langsamkeit auf. Geht das aber auch auf hier. Echo 419 kommen. Roger, Cortana. Was ist denn? Die Antriebe der Autumn werden in Kürze detonieren. Brauchen sofort EVACs. Begeben Sie sich zur Absturzstelle und sammeln Sie uns an Zugangsknoten 4C auf, sobald Sie mein Signal haben. Verstanden. Echo 419 geht auf Station. Echo 419 an Cortana. Da unten wird langsam unschön. Alles okay? Negativ, negativ. Wir haben eine unkontrollierte Destabilisierung des Kerns. Okay. Der Antrieb ist offenbar schwerer beschädigt, als wir dachten. Analyse. Noch 6 Minuten Super. Bis zur Detonation. Wir müssen sofort evakuieren. Aktiviere Countdown-Timer. Explosion bei 0. Die Detonation erzeugt Temperaturen von beinahe 100 Millionen Grad. Wir sollten weit weg sein, wenn es soweit ist. Das gehört noch 6 Minuten. Ich bin so ein schlechter Fahrer. Ja, ich bin ein furchtbar schlechter Fahrer. Nein, 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 nein. Ah, Freunde. Ich bin ein so furchtbar schlechter Fahrer. Wir hätten oben lang hätten wir gemusst, anstatt unten lang. Freunde, so rettet man nicht die Welt. Ihr seht mich hier wirklich verzweifeln. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt gar nicht schön. Oh, ruhig halten, Philipp, ruhig halten. Oh. Ganz gut, nur irgendwo hängen bleiben oder umkippen. Oh, Freunde. Oh, diese kleinen Sprungschanzen, warum? Wozu? Die dienen keinem architektonischen Zweck. Oh Gott. Leider nichts, habe ich so ein Gefühl. Ich will mich weiter so doof anstellen. Oh Gott, oh Gott, das kann das sein. Oh, Freunde. Das ist noch so ein Landungsschiff. Cortana an Echo 419. Evakuierung jetzt. Schnell. Verstanden, Cortana. Geht schon los. Okay, wir haben es gleich geschafft, Freunde. Freunde, noch 50.
Das ist die Stelle an der Vorhand, okay, die uns rausholt. Position halten? Cortana an Echo 419. Zwei Banshees nähern sich von 6 Uhr. Nein. Ausweichen. Nein. Ausweichen. Okay. Ich fahr schon mal weiter. Nee. Okay. Wir müssen weiter. Echo 419. Bist du? Rechne alternativen Fluchtweg. Laut Bordinventar ist noch immer ein Longsword Fighter in Startsilo 7 gedockt. Vielleicht haben wir eine Chance. Ja, Freunde. Ich dachte, wir haben es geschafft, aber das haben wir nicht. Maximalgeschwindigkeit. Ja, das ist keine Maximalgeschwindigkeit. Ich wünschte mir jetzt die Sprintfunktion aus Reach, falls die jemand kennt. Oh, Freunde, wir haben es geschafft. Freunde, wir haben es geschafft. Da kommt nichts mehr. Das wird knapp. Freunde, wir haben es geschafft. Oh, mein Puls ist gerade bei 120. Ja, liebe Freunde, das war's. Oh. Gib doch Vollgas, der gute Chief. Schalten Sie sie ab, wir brauchen sie später. Aber schicker. Sonst jemand geschafft? Scan läuft. Negativ. Wir sind die Letzten. Wir haben das Richtige getan. Für die Erde. Eine Armada der Allianz. Ausgelöscht. Die Flood. Wir hatten keine Wahl. Halo, das war's. Nein. Ich glaube, es geht erst los. Und er sollte Recht behalten. Hat er übrigens seinen Helm abgesetzt. Im legendären Ende sieht man sogar sein Gesicht. Ja, Freunde.
Und wie abgesprochen meldet sich der Timer. Und während hier jetzt die Credits durchrollen, werde ich mal die Aufnahme beenden. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Ja, liebe Freunde, hier laufen gerade noch die Credits durch. Und das war's. Das war Halo Combat Evolved in der Anniversary Edition. Teil 18, da ist es fertig geworden. Eigentlich habe ich mich nur um einen Teil verschätzt. Liebe Freunde, ich wusste gar nicht, warum ich so einen Stress gemacht habe, dass ich euch zu viel versprochen habe. Nein, ich habe euch alles das versprochen, was dann auch letztendlich eingetreten ist. Klar, mit einem Teil Verspätung, aber ich finde Teil 18 ist auch so schön schöner. Ja, da ist man volljährig mit 18, ja, darf man harten Alkohol trinken. Ja, mit 16 durfte man schon Halo Combat Evolved spielen. Aber es ist, ja, ihr wisst gar nicht jetzt die letzte Sequenz, wie mir da der Puls ging. Also, puh, wenn ihr das jetzt fühlen könntet, durch die Kamera hindurch, ist bestimmt so 120er Puls. Ja, liebe Freunde, das war's mit Halo Combat Evolved Anniversary, mit der kleinen, kurzen Rubrik Games ohne Gerstensaft. Ob da jetzt noch mehr kommt von mir oder vom Dominik, wart's ab. Vielleicht schnappe ich mir mal wieder eins meiner Lieblingsspiele und spiele es für euch vor der Kamera durch. Dann vielleicht mit ein bisschen mehr Skill, aber wie gesagt, ich finde, halbe Stunde pro Teil ungefähr und dann 18 Teile sind das 9 Stunden. Das ist, finde ich, eigentlich eine ganz moderate Spielzeit für einen straighten Shooter wie Halo. Ja, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, schreibt, ob ihr was anderes wollt, schickt mir Vorschläge für Spiele, die ich vielleicht durchspielen soll, die ihr sagt, ach, wenn der Philipp sich schon in Halo so anstellt, dann geben wir ihm mal Spiel XYZ. In dem Sinne, liebe Freunde, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, brauche ich euch gar nicht wünschen, wenn ihr das guckt, ist eh schon Neujahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingestartet, machen wir es so. Ich mache jetzt erstmal Feierabend, Halo ist fertig, ich bin erleichtert und ein bisschen stolz. Freut euch auf weitere Dinge hier bei Games und Gerstensaft auf unserem Channel mit Dominik, mit mir und wieder mit Bier. In diesem Sinne, ich hab genug von Halo jetzt erstmal. Lebt wohl, gehabt euch wohl und möge die Macht mit euch sein.